Nennen Sie beispielhaft einige wichtige Bestimmungen des Bundesausbildungs Förderungsgesetzes. Du lieber Himmel. Bundesausbildungsförderungsgesetzes. Und da sollen wir einige wichtige Bestimmungen nennen. Nun, unter bestimmten Bedingungen besteht ein Anspruch auf Ausbildungsförderung. Und zwar kann man kurz sagen, wenn dem Auszubildenden die erforderlichen Mittel fehlen. Ja, also wenn erforderliche Mittel, Finanzen, na, wenn erforderliche Mittel fehlen, Komma, dann besteht dieser Anspruch auf Ausbildungsförderung. Deswegen heißt das Ding ja Bundesausbildungsförderungsgesetz. Und zwar unterscheidet man hier die Ausbildungsförderung für Schüler und für Studenten. Und für Schüler ist die Ausbildungsförderung ein Zuschuss, nicht rückzahlbar. Und für Studenten gibt es 50% Zuschuss, ja, ebenfalls nicht rückzahlbar, und 50% zinsloses Darlehen. Ja, so, das sind die wesentlichen Regelungen im Bundesausbildungsförderungsgesetz.